Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Base. Ich baue jetzt einen Raumhafen. Das wurde jetzt schon ein paar Mal gefordert in den Kommentaren. Und da machen wir das doch mal. Nachdem wir jetzt so wahnsinnig sinnvolle Einrichtungen gebaut haben, wie die Bar, die sowieso kaum jemand nutzt, oder diese Bettenburg hier. Da hat der Alan übrigens gesagt, dass die hier ihre Moral auffüllen. Okay. Ja gut, also ich bin moralisch auch immer besser dran, wenn ich in einem Bett schlafe, das nicht vorher von jemand anders benutzt wurde. Das stimmt wohl. Also, Raumhafen. Und jemand meinte auch immer fortan, ich soll doch mal auf jeden Fall eine Asteroidenabschusseinrichtung bauen. Ja, kann man mal machen, denke ich. Warum kann ich den denn nicht hier dazwischen setzen? Es ist blöd, dass hier dieser Berg ist. Das ist echt ein bisschen blöd. Ich muss auch gucken, dass ich mir hier nicht die Ausbaumöglichkeiten verbaue irgendwie. Das wäre nicht so gut. Ich mache das jetzt einfach hier hin. So nah wie möglich ran. So. Metall haben wir ja einiges. Alter, guckt euch das mal an hier. Das ist ja Wahnsinn, wie viele Ersatzteile. Moment mal, ich stelle mal jetzt die Ersatzteilproduktion, die stelle ich jetzt mal ein. Wir haben genug Ersatzteile. Wir können jetzt ruhig mal das Material in andere Sachen stecken. Boah, das war ja auch wieder so schön knapp. Ich glaube, ich verstehe so langsam, warum derjenige wollte, dass ich einen Asteroidenabschussrampe baue. Also Abschussrampe, halt so ein Laser, der Asteroiden abschießt. So eine Art SDI. Für, nur halt nicht für Atomraketen, sondern für Asteroiden. Und wie immer an der Stelle nochmal die Frage, möchtet ihr, dass ich jetzt, keine Ahnung, nach der nächsten oder übernächsten Folge dann auf dem Eisplaneten weiterspiele? Oder soll ich das hier fortsetzen? Was ich an der Stelle auch gleich nochmal betonen muss, ist, ich kann nicht parallel spielen, ja? Also ich kann jetzt nicht noch zusätzlich ein Gameplay auf dem Eisplaneten anfangen, das funktioniert nicht. Dafür habe ich leider die Zeit nicht. Das heißt, ihr müsst euch quasi doch schon entscheiden, soll ich hier weiterspielen oder soll ich auf dem Eisplaneten wechseln? Also, meine Präferenz ist ganz klar, ich würde gerne den Eisplaneten sehen. Alleine schon einfach nochmal, um zu sehen, wie es da aussieht. Ja, weil ich habe das wirklich, ich kenne das noch gar nicht. Also, ich meine, ich kann mir ungefähr vorstellen, dass es auf dem Eisplaneten Eis geben wird. Aber was es da so für Umwelteinflüsse gibt, die vielleicht schädlich sein können, das, ja, würde mich mal interessieren. Weil ich glaube, den Wüstenplaneten, ja, Dune oder den Mars, den kennen wir jetzt mittlerweile, ja. Den brauchen wir jetzt nicht irgendwie. Eigentlich, weiß nicht, und ich komme ja eigentlich auch ganz gut klar jetzt mittlerweile. Wenn wir uns hier so die Basis angucken, ja, also es ist ja, guckt mal, die Lager sind gefüllt. Jetzt wird auch wieder ein bisschen mehr Essen produziert. Es hält sich alles halt ganz gut die Waage gerade. Ich meine, es würde natürlich durchaus noch Sinn machen, jetzt hier weiterzumachen, um halt die weiteren Meilensteine freizuschalten. Denn ich habe nämlich gesehen, für den Gasriesen brauche ich 10 Meilensteine. Und hier habe ich jetzt natürlich die Möglichkeit, noch Meilensteine schneller zu erreichen. Also das würde dafür sprechen, hier weiterzumachen, damit man schneller dann auf den Gasriesen kommen kann. Oder dass wir vielleicht dann auch nach ein paar Folgen die Wahl haben, ob wir weitermachen auf einem Eisplaneten oder ob wir weitermachen auf dem Gasriesen. Aber das ist eben genau der Grund, deshalb treffe ich die Entscheidung jetzt nicht alleine. Ihr sollt das mit mir zusammen entscheiden, ja. Deshalb will ich da jetzt versuchen, ein bisschen Vorlauf reinzukriegen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr wollt. Soll ich erstmal weiterspielen hier und diese übrigen Meilensteine freischalten, damit wir dann vielleicht auch sogar gleich auf dem Gasriesen weitermachen können? Also genauer gesagt auf dem Mond von einem Gasriesen, ja, weil wir spielen ja nicht auf dem Gasriesen, sondern auf dem Mond. Schreibt mir das mal. Werdet ihr sowieso machen. So, wie viel Kommission hast du? Alter, 60%. Hau ab. Schleich dich. So, wie sieht's hier aus mit dem Raumhafen? Oh, der wird gleich gebaut. Das ist sehr erfreulich. Es geht voran, es geht voran. Gab's noch irgendwas? Genau, dieses Asteroidenabschuss-Abschussdingens. Wie viel... Wie mache ich das denn? Wartet mal. Meteorabfanglaser benötigt. Ach, benötigt Teleskop. Brauch erstmal ein Teleskop. Ja, das sieht aus wie ein Teleskop. Kann ich das irgendwo hinsetzen? Oder muss ich das...
man das nicht... Ah, guck mal, das könnte ich da hinsetzen. Ja, machen wir das doch, ne? Ich baue das jetzt da einfach hin. Muss echt gucken, dass ich jetzt nicht aus Versehen dann irgendwie den Energiehaushalt wieder komplett aus den Fugen bringe. Haben wir jetzt eigentlich mal einen Bohrbot gebaut? Das interessiert mich jetzt mal. Wartet mal. Ja, wir haben einen Bohrbot. Wunderbar. Boah, dann kriegen wir jetzt richtig schnell Erze auch, ne? Ja, guckt mal, die Erze sammeln sich auch langsam an. Ist natürlich sehr erfreulich, muss ich sagen. Dann können wir hier eigentlich nochmal einen Metallprozessor bauen. Einen weiteren. Dann kriegen wir schneller Rohmetall. Also Baumetall. Jo, schauen wir mal. Jetzt haben wir einen Raumhafen. Muss ich mal gucken bei Landeerlaubnis. Ich mach mal Besucher an. Besucher nutzen die Dienste der Basis und bezahlen dafür. Dann kriege ich nämlich auch Credits. Das war nämlich das, was hier jemand auch geschrieben hatte schon. Ich kriege Credits am günstigsten darüber, dass Besucher halt die Einrichtungen der Basis nutzen und dafür Geld bezahlen. Aber ich sehe gerade, ich baue mal hier noch einen weiteren Nahrungsprozessor hin. Wenn nämlich jetzt Besucher kommen, ist das, glaube ich, gar nicht so sinnlos. Und vielleicht mal die Waffenproduktion wieder einschalten. Okay, hier werden Bots gebaut. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. So, wir haben ja schon eine Sicherheitskonsole, ne? Betrieben von Wache. Wird von Taylor Alvarado bedient. Alles klar. Dann sind wir ja eigentlich auch schon gut vorbereitet auf Besucher, die eventuell auch feindlich sein können. Also ich habe jetzt, glaube ich, so eure Wünsche ganz gut abgedeckt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Essensfertiger wurde gebaut, das ist gut. Das Teleskop wird auch gleich gebaut und danach können wir dann diesen Satellitenabwehrlaser bauen. Sobald der hier auftaucht, können wir ihn bauen. Da ist auch schon der Baubot. Fängt an zu werkeln. Was brauchen wir denn da für einen Hansel? Nicht in Betrieb. Diese Struktur wird nicht vom Kommandocenter gesteuert. Ah ja, okay, jetzt brauche ich hier quasi im Kommandocenter. Was brauche ich da? Teleskopkonsole, genau. So. Dann machen wir mal am besten bei Landeerlaubnis Kolonisten und machen mal die Wachen auf 60%. Und genau, wir machen wir das mal so. Das ist, glaube ich, gut. Robotisierung erreicht. Ich habe einen Meilenstein. Juhu! Robotisierung wird die Effizienz deiner Kolonie verbessern. Nice. Nice, nice, nice. Geil. Okay, wartet mal. Dann fehlen jetzt nur noch 4 von diesen Meilensteinen. 100er, erreiche eine Bevölkerung von 100. 500 Kilowatt Energie. 8 Technologien, das ist, glaube ich, auch gar nicht mehr so weit weg. Bevölkerung erreichen, 300. Naja gut, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Da muss ich ein bisschen lange machen. Ah, guck mal, ich glaube, wir haben Besucher. Kann das sein? Ja, wir haben Besucher. Nicht schlecht. Ja, ich sehe gerade, vielleicht sollte ich so dringende Bedürfniseinrichtungen schon mal hier so ein bisschen in der Nähe vom Raumhafen bauen. Dass die nicht so weit laufen müssen, um zum Beispiel jetzt zu schlafen oder zu trinken. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber gut. Naja gut, es geht noch, glaube ich. Und hier ist ja auch gleich die Bettenburg. Also es geht, glaube ich, gerade so. Okay. Was hast du für eine Kommission? 55% ist mir zu hoch. Verschwinde. Schleich dich. Ah, guck mal. Ach, ein Besucherschiff. Okay. Alles klar. Kriege ich jetzt Credits? Woran sehe ich das denn, ob ich Credits kriege eigentlich? Blinkt da was auf irgendwo? Oder kriege ich dann die Credits, wenn die wieder abfliegen? Wenn die genug haben? Das wäre mal ganz interessant zu erfahren eigentlich. Oh, ich glaube, das Lager ist voll. Kann das sein? 90%. Oh Gott, wir brauchen bald ein neues. Sandsturm entdeckt.
Okay, wartet mal. Dann kann ich ja jetzt im Prinzip schon den Alarm auslösen, ne? Oder war das jetzt zu früh? Ich weiß es nicht. Ah ja, genau. Asteroidenabwehrlaser sollte ich ja bauen. Warte mal. Am besten hier in der Nähe von den... von den wichtigen Strukturen. Weiß es gar nicht. Ist das jetzt zu früh, wie ich jetzt ausgelöst habe mit dem Alarm wegen dem Sandsturm-Vorwarnung, oder war das jetzt richtig so? Ich glaube, also mir kommt es irgendwie ein bisschen früh vor. Komm, wir lassen den Alarm jetzt mal. Wir machen den mal aus. Ich halte aber den Finger drauf, würde ich sagen. Wir warten mal ab. Ich behalte mal den Finger auf dem Knöpfchen. Bin mal gespannt, ob, wieso ist das jetzt nicht besetzt? Weil jetzt ist hier irgendwie Notfall eingetreten, oder was ist jetzt los? Wieso ist hier jetzt keiner? Sandsturm kommt bald. Okay, da kommt nochmal eine Warnung. Ja, ganz toll. Das ist halt auch so ein Punkt. Das kann man halt nur durch Trial and Error richtig rauskriegen. Besucherschiff. Okay, wir haben nochmal 3 Besucher. Alter Schwede, jetzt geht's hier aber los. Und jetzt bleiben natürlich beide Landebuchten besetzt durch die Besucherschiffe. Weiß noch nicht, ob ich das so geil finde mit den Besuchern. Ich weiß halt auch gar nicht, was mir das eigentlich jetzt bringt. Es soll mir ja angeblich Credits bringen, aber... also ich merke davon irgendwie gerade noch nichts so richtig. Credits, gucken wir mal. Das sind 2... was sind das, Ausgaben und Einnahmen, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Egal, verstehe ich gerade nicht. Mein Ruf ist anständig. Ist auch gut, ich bin anständig. Credits. Sandsturm, ah! Gelber Alarm! Gelber Alarm! Boah, was ist denn mit denen los? Hier, guck mal, die sind voll groggy. Nicht, dass die Stress machen. Boah, die Leute sind auch voll müde. Okay, wartet mal, wir müssen, glaube ich, mal... wir müssen, glaube ich, mal hier noch einen Schlafsaal hinbauen, damit die ganzen Besucher, die in die Basis strömen, hier gleich abgefangen werden, wenn sie müde sind. Und daneben am besten gleich noch eine Kantine, am besten eine große. Ja, guck mal, die besetzen ja die ganzen Plätze. Das ist ein bisschen hart. Und wieso ist jetzt eigentlich hier das Ding hier nicht besetzt? Das ist ein bisschen... okay, der Meteorabfanglaser wird gleich gebaut. Dann haben wir nämlich da an der Stelle auch wieder so ein bisschen... weniger Verbrauch, weil unsere Einrichtung wird nicht so oft getroffen durch Asteroiden. Dadurch sparen wir ja auch wieder Ersatzteile, die wir dann wieder für sinnvollere Sachen investieren können. Ja, also ich bin gerade echt sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich glaube, wir brauchen mehr Heilpflanzen. Kann ich hier noch was hinsetzen in den Biodom? Der hier war ja voll, ne? Schauen wir mal. Nee, da kann ich nichts mehr hinsetzen. Mist. Okay, da müssen wir mal beim nächsten Handelsschiff vielleicht mal Medikamente erhandeln. Aber jetzt sind ja hier die Besucherschiffe. Das ist die Ressource erschöpft, Arzneimittel. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Scheibenkleister. Boah, das dauert voll lange, bis neue Arzneimittel produziert werden. Okay, da haben wir jetzt eindeutig ein Problem, würde ich sagen. Wir machen mal die Landeerlaubnis für die Besucherschiffe, machen wir mal aus. Da bin ich irgendwie noch nicht so richtig gut vorbereitet drauf, muss ich sagen. Das ist mir noch zu viel. Das ist mir noch eine Idee zu viel. Da müssen wir, da brauchen wir mehr Ressourcen auf Tasch, und ich brauche auch bessere Einrichtungen hier. So, kann der Sandsturm jetzt mal bitte wieder aufhören? Hier jetzt eigentlich ein Bohrbot drin? Hier? Hier? Nö, komisch. Hä, wo ist denn der Bohrbot?
den wir gebaut haben. Haben wir noch einen? Dann, hä? Wartet mal. Sandsturm ist zu Ende. Keine Warnung, so. Wir haben sogar zwei. Wo sind die denn? Wo sind denn die Bohrbots? Ach, die haben sich auch rein verzogen, oder was? Hier ist ein Bohrbot. Ja, die haben sich auch rein verzogen. Das ist ja witzig. Okay, hier scheinen die Besucher wieder abzufliegen gleich. Der hier geht schon wieder zum Schiff zurück. Kriege ich jetzt Geld von dem? Wäre eigentlich ganz interessant, das zu erfahren. Warte mal. Kriege ich Geld? Kriege ich Geld? Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe Geld bekommen. Vorher hatte ich irgendwie nur 180, wo ich das letzte Mal geguckt habe. Irgendwie sowas in dem Dreh. Das ist mal gar nicht wenig, was man von denen bekommen kann, das sein? Boah, jetzt liegen die hier auf der faulen Haut in der Krankenstation. Scheiße. Okay, wir müssen unbedingt gucken, dass wir wenigstens eins von diesen Besucherschiffen loswerden. Dass wir jetzt hier schnell einen Händler an den Start kriegen, der uns hier Medikamente liefert. Ja, Ressource erschöpft, Arzneimittel. Ich weiß. Ich weiß das. Aber wenigstens wird der Meteor-Abfanglaser gerade gebaut. Sieht gut aus. Laserladung. Okay, der muss sich aufladen. Alles klar. Chance zum Abfangen 40%. 0%? Ach so, weil es nicht, weil es gerade nicht besetzt war, ne? Bin mal gespannt. Ich will das jetzt mal sehen, wie der Laser einen Asteroiden abschießt. Ich will das sehen. Vor allem interessiert mich mal die Abdeckung. Besucher haben 65 Münzen für Dienste ausgegeben. Jawohl. Das haben wir gerne. Das haben wir gerne. 65 Credits. Nicht schlecht. So, ich schätze mal, der kann erst schießen, wenn hier der Balken grün ist, ne? Würde ich jetzt mal vermuten. Ressource erschöpft, Arzneimittel. Habe ich eigentlich für Kolonisten die Landeerlaubnis schon gegeben? Ja. Was ist das? Handelsschiff. Sehr gut. Da können wir gleich mal gucken, ob wir... Ja, Arznei. Wunderbar. 35% Kommission. Warte mal, da können wir gleich mal richtig aus dem Vollen schöpfen, würde ich sagen. Da geben wir dem doch gleich mal hier so ein paar Überschüsse, die wir definitiv nicht brauchen. Ja, wartet mal, das Baumaterial, das behalte ich mal noch. Da glaube ich, werde ich ein paar Dinge gleich benötigen. Ja, das sieht doch ganz gut aus so. Vielleicht noch... Ja, nun, gut, Moment, nicht so viele Ersatzteile. 10 behalten wir mal in der Rückhand. So. Mal die Credits wieder weg. Ich glaube, so günstig werde ich nie wieder an... an Arzneimittel kommen. Okay. So. Das sieht mir nach einem guten Deal aus. Und ja, ich weiß, das ist Kommission und so, bla bla bla, das ist teuer, aber ich sag mal 35%, das kann man mal machen, ja. Um die Kommission kommt man beim Handeln ja sowieso nicht drum rum. Man kann halt nur gucken, dass man nur die besonders günstige erwischt. Und jetzt gerade bin ich halt froh, dass es zu diesem Zeitpunkt, wo hier gerade irgendwie 3 Kranke in der Krankenstation liegen, dass da halt gerade Medikamente am Start kommen. Aber warum sind die jetzt hier schon wieder gesund? Haben die sich gesund geschlafen oder was? Ist nur noch einer da drin. Komisch. Was ist mit dem anderen passiert? Der ist doch hoffentlich nicht gestorben. 2 Besucher. Ich glaube, da waren 3 Besucher rausgekommen. Ich glaube, der eine ist tot. Scheiße. Egal. Geht auf mein Ansehen. Dann nickt. Boah, der Laser hat geschossen. Habt ihr das gesehen? Der Laser hat abgeballert. So, okay, ich würde sagen, das ist ein wunderbares Highlight für das Ende dieser Folge. Und ich... Boah, krass. Habt ihr das gesehen? Geil. Das ist geil. Das ist richtig geil. Ich kann verstehen, warum ihr wolltet, dass ich das baue. Aber an der Stelle ist die Folge zu Ende. Bis zur nächsten Folge Planet Base. Bis dann, ciao, ciao.